Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wieder einmal zu einer schönen Online-Homework-Session an einem schönen, wunderbaren Donnerstagabend. Ich bin euer Host Jascha, zuständig für Technik. Und heute werden wir ein paar Basics nochmal durchgehen mit ein paar realistischen Szenarien. Wer gestern dabei war, der hat natürlich jetzt das große Glück, nochmal vertiefen zu können. Ihr wisst, ich bin Freund davon, die Sachen einmal die Woche doppelt zu machen, anstatt immer was Neues reinzubringen, damit wir auch eine Kontinuität und einen Vergleichswert haben. Was wir heute machen werden, ich gehe es schnell durch, ist einmal, dass wir am Anfang ein paar Drills machen, easy und warm zu werden, 2 bis 3 Runden. Anschließend werden wir dann hingehen und ein paar Kommandos machen. Das heißt, ich sage dann Kommando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder wir kürzen das einfach ab mit 3 zum Körper oder zum Kopf. H oder B und lassen dafür die 7 und die 8 weg, damit wir so ein bisschen das Gefühl dafür haben, welche Schläge mit welcher Kennziffer gezeichnet sind, damit man später auch komplexere Kombinationen aufbauen kann. Anschließend werden wir dann zu 3 Kombinationen übergehen, die ich ein bisschen abgewandelt habe. Gestern habe ich die ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir dann nochmal überlegt, dass man das optimieren könnte. Und anschließend werden wir, wie gewohnt, das Ganze nochmal ein bisschen im realistischen Szenario abklappern, sodass man natürlich immer wieder, ihr wisst ja bei mir, immer der Bezug zur Realität, also erst die Theorie und dann die Praxis und anschließend meditieren wir vielleicht oder wenn wir uns so ein bisschen ausboxen oder reden. Okay, wie immer mal ein bisschen Arm und Beine zu den Seiten schenken, schön auswerfen. Zur Erinnerung, langsam aufbauen, das heißt, keine Geschwindigkeit, kein Druck, versuchen die Muskulatur möglichst unter geringer Spannung zu halten, jetzt keine hohe Spannung in die Muskulatur bringen. Auch hier, wenn ich hier die Arme und Beine rauswerfe, das ist wirklich nur, um ein bisschen Erschütterung in den Körper zu bringen, um die Muskulatur anzuregen und den Körper ein wenig hochzufahren. Ja. Ich habe es gestern schon erklärt, ganz wichtig, aufwärmen, das sollte immer eine Roadmap sein, man fängt langsam an, die Bewegungen führt man langsam aus, steigert und schlussendlich, wenn man komplett warm ist, dann kann man anfangen, den Körper zu reizen, aber vorher sollte man das nicht tun, um Verschleiß, auch später im Alter, Verletzungen oder Ähnliches zu vermeiden. Deswegen lassen wir uns immer Zeit, wie ich es gestern auch schon mal erklärt habe, ich wechsle die Übungen nicht alle 20 Sekunden, das finde ich sinnlos. Wir müssen ja einen Reiz setzen und der Körper muss sich ja erstmal darauf einstellen. Und deswegen machen wir weniger, aber länger. Und um die Fußgelenke ein bisschen warm zu kriegen, Gelenkschmiere austreten zu lassen, fangen wir an zu skippen. Nehmt immer die Arme mit, erkläre ich immer wieder gerne. Unsere Arme dienen zur Balance, wie der Schwanz, meinem Hund oder einer Katze. Ja, wenn wir die Arme nicht mitnehmen, ist das ein Defizit für uns und warum sollen wir es uns schwerer machen als nötig? Denkt dran, elegant auf den Ballen, über den Ball, rückwärts auf die Ferse und von der Ferse wieder hoch zum Ball. Und versucht die Fußspitzen geradeaus zeigen zu lassen. Also nicht sowas, kein Entengang, keine X-Beine, sondern möglichst gerade. Noch bauen wir kein Tempo ein, sondern ganz entspannt noch die Füße sich an die Belastung gewöhnen lassen. Jetzt hebt ein wenig das Tempo an, 50% ungefähr. Mal ruhig auf 60. Gut, jetzt auf 70.
Fußball. Wieder 70, 60 und 50. Einmal locker. Wir gehen noch nicht auf 100, das machen wir später. Wir fangen an, alle schaffen. Denkt dran, versucht euren Körperschwerpunkt etwas weiter hinten zu halten und nicht vorne. Und dann einfach von einem Fuß den Wechsel zum anderen. Ihr ersetzt quasi dasselbe Bild, nur in einer anderen Auslage schlussendlich. Und das nahtlos. Ja, beide Füße sollten gleichzeitig möglichst aufsetzen. Kurzer Verzug ist auch in Ordnung. Dabei ruhig drehen um die Achse. Auch mal zur anderen Seite. Wir halten erst ein Tempo und dann wie gewohnt schaffen wir schneller ab und zu im Intervall. Jeder so viel wie er möchte, aber setzen kleine Akzente, den Kreislauf und den Puls ein bisschen anzuregen. Denkt man auch hier wieder die Arme und die Hände mitzunehmen. Auch daran denken, nicht plump aufzusetzen, sondern wir setzen immer noch auf den Ball, auf nicht auf der Ferse. Winkelt wirklich die Arme an. Also macht nicht sowas hier, das ist viel anstrengender noch. Ja? Das hier ist noch viel anstrengender, sondern winkelt die oben an. Genau, viel besser. Und jetzt ab und zu und wieder komplett ausatmen und wieder Luft tanken. Ja? Die Mechanik des Atmens, ganz wichtig. Bevor ihr einen Sprint setzt oder einen Intervall, atmet tief ein. Dann ausatmen, während ihr in einem konstanten Luftstrom, während ihr quasi den Shift gibt. Und wenn ihr fertig seid, die Restluft rauspumpen, bevor ihr neue Luft atmet. Ja? Das ist wichtig. Denn die Restluft, die ihr da lasst, die ist verschwendet, weil da der gesamte Sauerstoff entzogen wird, Kohlenstoffdioxid entsteht. Wir möchten Kohlenstoffdioxidgehalt im Körper möglichst gering halten. Deswegen, nach jeder Schlagkombination versucht die restliche Luft auszupumpen, bevor ihr neue Luft atmet. Ich atme extra laut, damit ihr die Mechanik mal dahinter hört. Und wieder die Füße möglichst gerade. Und die Hände mitnehmen. Versucht bei Sprints einen konstanten Luftstrom zu erzeugen, wenn ihr ausatmet. Nicht abgehackt, kein Hyperventilieren und möglichst auch wirklich ruhig versuchen zu atmen dabei. Das ist die effizienteste Art und Weise, um nicht zu überlasten. 80. Thank you.
80 wieder. 70. 80. 70. 80. 100. Komm. Tempo. Schneller. Schneller, schneller. Break. Einfach kurz die Arme weiter ausschütteln. Und direkt Flying Steps. Schön shiften. Vorne nach hinten. Wir verlagern einfach nur mit kurzen, fliegenden, über den Boden huschenden Bewegungen unser Gewicht von einem auf das andere Bein. Mal die Auslage wechseln. Wieder Grundausleitung, je nachdem, welche Auslage ihr habt. Und jetzt immer wieder, wenn wir reingehen, erstmal einen Jab bewegen. Auslage wechseln. Auslage wechseln. Auslage wechseln. Auslage wechseln. Nur noch Federn. Achtung, ich sage jetzt Zahlen an, wenn ich sage 1. Einmal komplett wechseln und weiter Federn. Bleiben. Wenn ich sage zum Beispiel 2. 1, 2 und weiter Federn. Ja? Wenn ich sage 1. Einmal wieder zurück federn. So wechseln wir konstant die Auslage, fordern die Beine und natürlich wie immer die Aufmerksamkeit. Also ihr müsst jetzt die Deckung nicht unbedingt mitnehmen, aber ich möchte einen schönen Wechsel sehen. Eins, möglichst kaum. Zwei. Drei. Zwei. Vier. Eins. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Und einmal lockern. Schön auswerten. So viel zu den Beinen. Als nächstes einmal schön weit kreisen, breit hinstellen, die Hüfte oder hoch. Einmal schön in beide Rotationsrichtungen schön kreisen lassen. Einmal locker und twisten. Ja, jetzt haben wir ein bisschen aufgelockert. Jetzt können wir auch wahrscheinlich weiter reindrehen. Versucht so weit wie möglich reinzudrehen. Natürlich mit Respekt euren Grenzen gegenüber, wenn ihr merkt, oh, da blockiert es. Nicht weiter mit Gewalt einwirken.
Auch wir lassen uns Zeit, ganz wichtig. Der hintere Rücken, der Core, die Hüfte, die müssen vernünftig warm sein, weil wir die meiste Zeit daraus arbeiten, genauso wie die Beine. Eigentlich so mit den zwei wichtigsten Ebenen. Ja, der Oberkörper schlägt zwar, aber die Arbeit, das ist tatsächlich aus dem Core und den Beinen. Das heißt quasi, die Manager, die ganz oben sitzen, das ist quasi unser Oberkörper. Und der profitiert eigentlich von der ganzen Arbeit, die unser Unterkörper leistet. Deswegen müssen wir mit dem gebührenden Respekt beim Aufwärmen an den Unterkörper, also Beine und an den Core, ja? Also den direkt darüber liegenden Part. Okay, einmal locker. Halt immer. Die Arme machen wir jetzt nicht so warm, weil wir die ersten drei Übungen, die wir haben, quasi noch im Warmmachen verschreiben. Somit habe ich quasi eine zeiteffiziente Lösung gefunden, den Aufwärmungsprozess so zu verkürzen, dass wir quasi im Hauptteil drei boxspezifische Übungen haben, die aber dennoch weiterhin aufwärmen. Jetzt die Schultern nach vorne kreisen. Mal rückwärts kreisen. Wieder nach vorne. Konzentrische Kreise, schön lang, weit. Möglichst lang, gerade ausgestreckte Arme. Keinen Ellenbogen anknicken. Rückwärts. Unterarme einmal fliegen lassen nach vorne. Rückwärts. Nach vorne, rückwärts, nach vorne, rückwärts. Jetzt mal die Handgelenke einfach in alle Richtungen variieren, selbstständig. Okay, locker. Einmal durchatmen. Ich erkläre erstmal die erste Übung. Also, die erste Übung, ihr könnt euch gerne einen Gegenstand nehmen und in die Mitte eures Raumes stellen, also eures verfügbaren Raumes zum Boxen. Ihr könnt aber auch einfach nur visualisieren, dass jemand in der Mitte steht, der Probleme hat mit dem Visualisieren. Ein Stift, der Zeh, was, scheißegal, irgendwas. Und was wir in der ersten Runde machen, ist ganz klar einfach nur seitlich im Zirkel, also im Kreis, um den Gegner bewegen. Ihr könnt einen ganzen Kreis drehen, ich mache das aus technischen Gründen nicht, weil ich sonst verschwinde und ihr mehr meinen Hintern seht als alles andere. Deswegen gehe ich nur bis hierhin. Ihr macht weiter im ganzen Kreis und dann wieder in die andere Richtung. Wichtig ist mir, kein Überkreuzen in beide Richtungen. Versucht einzelne Schritte zu machen, kurze einzelne Schritte. Und versucht möglichst auch ab und zu ein bisschen zu federn, aber muss nicht viel sein. Ich finde es zu einseitig, keiner ist die ganze Zeit so. Um es wieder realistischer zu machen, federn wir ab und zu, gucken, bewegen uns in eine andere Richtung. Und wer merkt, dass er sich sehr wohl dabei fühlt, der kann auch ab und zu die Richtung währenddessen variieren, ja? Um so ein bisschen Realismus reinzubringen. Nach einer Minute sage ich an, dass die linke verfügbar ist. Das heißt, ihr dürft dann die linke mitschlagen, ihr bewegt euch. Entweder bleibt ihr stehen, Schlag, geht, Schlag, steht, geht. Für die Anfänger, für die Fortgeschrittenen, das ist die Übung, ja? Also auf die ihr am meisten Wert legen solltet heute. Während ihr zur Seite geht, macht ihr parallel quasi einen Passgang nach links, sage ich mal, während wir zirkeln. Macht ihr parallel einen Schlag mit dem ersten Schritt, wie beim Passgang. Nur, dass ihr seitlich zirkelt im Halbkreis und zieht nach. Ja? Also wenn ihr hier steht, dass ihr euch nicht immer nach rechts und links bewegt, sondern einen ganz klaren Kreis wie einen Zirkel macht. Und diagonal das Ganze auf der anderen Seite, da bewegen wir uns zwar diagonal, aber weiterhin im Halbkreis, rum, Schlag, nachziehen, Schlag, nachziehen. Ja, links schlägt, rechts geht und wir ziehen dann das linke Bein am Ende nach. Natürlich alles für die normale Auslage. In der dritten Minute bauen wir noch die Schlaghand mit ein. Das heißt, da könnt ihr so Dinge machen wie 1 und während ihr nachzieht zum Körper mit der Schlaghand. Wieso? Ich hole mir erstmal durch diesen Schritt schon mal eine ganz andere Dimension an Möglichkeiten, weil ich einen anderen Winkel habe. Ja, ich stehe nämlich ungefähr
im 15, 25 Grad Winkel, je nachdem wie weit ihr euch bewegt zum Gegner. Wenn ich jetzt nachziehe, schlage ich durch die Deckung seitlich rein, nicht frontal, wo er zumachen kann, sondern seitlich. Erstens, die Möglichkeit, dass er es nicht sieht, ist hoch, ja, weil ich aus dem Winkel raus bin, also aus seinem Sichtwinkel. Und der Winkel seitlich ist immer besser, weil ich nicht zwei Arme habe, die gegen mich arbeiten, beziehungsweise Ellenbogen, sondern ich habe nur einen, weil ich von der Seite komme. Ja, und den kann ich wegschieben in der Not. Und komme zum Solarplexus oder zum Nasenbein. Also, ihr könnt auch in den Magen schlagen, aber ich bevorzuge immer Solarplexus. Oder auf die Nase oder aufs Kinn, ja, wo ihr dran kommt. Als Möglichkeit. Ansonsten bitte für diejenigen, die da noch nicht so die Erfahrung haben, einfach nur schlagen, stehen bleiben und dann gehen. Erste Minute. Fein. Nur bewegen. Es reichen völlig kurze Schritte. Ja, es können ganz kurze Schritte sein. Glaubt mir, es geht eigentlich darum, nicht weite Schritte zu machen, sondern feine Schritte zu machen. Kurze, feine Schritte. Und zwar so, dass ihr jedes Mal eine super Balance habt, wenn ihr aufsetzt. Damit direkt hier, wenn ich zum Beispiel hier gut aufsetze, boom, der Kopf abkommen kann oder ähnliches. Noch eine halbe Minute. Und die linke darf benutzt werden. Gerne auch zu Körper ab und zu. Ihr dürft auch gerne fintieren. Schlaghand darf benutzt werden. Wenn ihr Jabs gewissenhaft gemacht habt, da ist eine gewisse Menge an Druck drin. Als nächstes, 1, 2, also eigentlich ist es ein Cross. 1, 2 Bodyweight Shift auf den Beinen, plus zu einer Seite meiden, die ich ansage. Ja, ich sage entweder rechts oder links und ihr meidet in die dementsprechende Richtung und bringt 3 Schläge inklusive dem Konter. 1, 2, 3 und macht dann weiter. Ich zeige kurz den Body Shift. Das Bein, bei dem der Arm zuerst losgeht zum Schlagen, ist das Bein, was zuerst quasi einen Schritt macht. Wenn der darauffolgende Arm schlägt, ist das andere Bein. Ohne Druck, ganz relaxed, diese Bewegung. Merkt euch einfach, das Bein hebt ab, wo ihr zuerst Schlag gemacht habt. Was das bringt, ist, dass ihr euer Bodyweight besser shiften könnt
Und von hier aus sage ich manchmal rechts, dann meidet ihr sofort, bringt eine Dreier-Serie und kommt sofort wieder in den Flow. Ja, und wenn ich sage links, raus nach links, 1, 2, 3, egal welche Kombo, und sofort wieder in den Fluss kommen. Einfach probieren. Ganz wichtige Übung übrigens. Sehr, sehr wichtig, um zu lernen, wie man sein Körpergewicht transferiert. Ja, indem ich nämlich mein Bein wegziehe, bin ich gezwungen, auf dem anderen Bein zu landen, sonst falle ich hin. Ja, das merkt man nicht, weil man sich ja sofort aufhängt, wo man sicher ist, rechts. Aber eigentlich würde man hinfallen. Und um das zu verhindern, verlagern wir automatisch unser Körpergewicht. Links. Rechts. Ihr werdet sehen, nach dem Dreier, also nach der Dreier-Kombo, ist es ein bisschen ungewöhnlich, sich wieder einzurufen, aber darum geht's. Links. Rechts. Links. 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 Und direkt weiter mit dem gegenüberliegenden Arm. Genau. Immer den gegenüberliegenden Arm am Ende. Ja, ist der eine Arm am Ende der Kombination draußen, fängt sofort der andere an weiter zu schlagen, damit ihr im Fluss bleibt. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Kommt der Gentleman. Dranbleiben. Ein Tempo. Durchziehen. Links. Links. Rechts. Rechts. Und direkt weiter danach. Genau. Versucht euch zu koordinieren. Etwas unter einer halben Minute noch. Links. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Hi. Einmal rockern. Das ist ein super Drill für Koordinierung, Fitness, und das Meiden zu lernen und vor allem für eine Angewohnheit. Eins, zwei, ich meide. Drei, vier, fünf. Und weil ich gezwungen bin, jetzt die gegenüberliegende Hand zu bringen, ja, bei dieser Übung, sichere ich mich immer automatisch ab. Und es wird irgendwann ein Habit, eine Gewohnheit. Ja, und das versuchen wir zu integrieren. Und deswegen ist das eine sehr gute Übung, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Als nächstes, eine Minute boxt ihr nur Distanz. Absolute Distanz und Länge. Eine Minute Halbdistanz. Ihr müsst nicht in der Doppeldeckung von mir aus stehen, aber da müsst ihr euch bewegen viel. Ja? Und Halbdistanz heißt, ihr müsst mehr schlagen. Ja? Weil wir stehen ständig in Schlagreichweite. Wenn wir passiv sind, kriegen wir Schläge. Versucht auch gerne die Beinarbeit mitzunehmen. Passgang, Diagonalgang. Letzte Minute Infight. Möglichst geschlossen. Und hier aus der Körperrotation arbeiten. Verausgabt euch nicht. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ihr aufhaut. Zeit. Ja, es geht immer noch um den Bewegungsapparat. Erstmal lang, also bleibt auch groß. Ja, ich würde ja nicht lang boxen unbedingt, wenn ich wesentlich kleiner als mein Gegner wäre. Deswegen mache ich mich ja groß, damit der einen langen Weg hat zu mir. Ja, damit der Risiken eingehen muss, um reinzukommen. Lang bedeutet auch Haken und Uppercuts, aber guck mal hier. Eins, zwei und hier, langer Uppercut. Ja? Oder hier, eins, zwei, weiter Haken. Wir versuchen nichts nahe zu machen. Psch.
Okay, in fine. Auch im Infall ist zu passiv sein. Ist man zu passiv, kassiert man viel. Ja? Deswegen, wir bewegen uns und schlagen. Und zuhören. Nächste Übung kennt viele bei mir als 1, 2, 3 auf Kommando, aber diesmal 1, 2, 3, linker Kopfhaken oder linker Körperhaken ist euch überlassen, 4, rechter Kopfhaken oder Körperhaken, 5, linker Uppercut, 6, rechter Uppercut. Ich fange langsam an. Das heißt, ich werde erstmal nur einzelne sagen, damit ihr euch eingroovt und dann fange ich an zu verketten. Ja? Dann ist quasi eure Transferleistung gefragt. Die Ketten zusammenzuführen und die richtige Kombination zu schlagen. 20 Sekunden mal locker machen. Und nicht schlagen, ne, währenddessen. Bis auf mein Kommando nichts schlagen. Nur mein Kommando. Und jetzt bewegen. Und aufmerksam sein. 6. Rechter Uppercut wäre es gewesen, ja? 5. Linker Uppercut wäre es gewesen. 3. Egal ob Kopf oder Körper. 4. 3. 5. Wir fangen an zu verbinden. 1, 2, 3. 3, 6. 2, 5. 1, 6, 3. Jab, rechter Uppercut. Und dann Kopfhaken oder Kopfhaken links. 1, 6, 3. 1, 3, 2. 6. 5, 6. 3, 6, 5. 1-1-2. Bleibt in Bewegung. 1-1-2-5. Jab, Jab, Hechte, linker Uppercut. 1-1-2-5. 2-3-5. Ja, ihr müsst dann nochmal 2, 3, nochmal zurück mit dem Körpergewicht und dann den Uppercut. 50 Sekunden, komm. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 6, 3.
6, 3. Zum Warmwerden. Ich werde das in den nächsten Wochen immer öfter machen, damit das irgendwann sitzt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ungewohnt, weil man wenig so Uppercuts schlägt eigentlich. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie ist das hier so. Und deswegen führen wir das mal ein bisschen mehr ein. Uppercuts, was Povetkin mit Dylan White gemacht hat, die sind ziemlich stark, wenn man sie richtig benutzt. Und wir werden heute auch ein Szenario haben, wo wir die benutzen. Also, als nächstes Kombination. Wir machen genau das, was ich eben gesagt habe. Wir machen jetzt einen Diagonalgang, oder nee, wir machen eine linke, ohne uns zu bewegen. Im Stehen. Bewegen uns dann seitlich mit einem Passgang, seitlich 25 Grad. Gehen mal raus und dippen runter. Und schlagen dann um 45 Grad einen Uppercut. Das hat Povetkin mit Dylan White gemacht und den schlafen gelegt. Ja? Zeit, wir machen das zusammen nochmal. Also, ihr macht einen Jab. Macht um 25 Grad zur Seite, und es geht das. Also, ihr nehmt euch einen Winkel. Macht ja einen Passgang. Knickt mit dem Gewicht und kommt dann um 45 Grad, also nicht nach geradeaus den Uppercut, 45 Grad, zieht in den Uppercut. Ja, und versucht das in eine. Ihr könnt entweder dabei Schattenboxen, aber Priorität muss das sein, damit ihr einen Realismus habt. Oder ihr macht das quasi ein bisschen Fließbandarbeit, aber mit Qualität, das heißt nicht so viel. Ja? Also, im Stehen, Jab, seitlich aus, mit einer kompletten Schrittfolge. Und dann hier, nicht nach vorne stoßen, sondern wirklich hoch. Der soll hochgehen. Ja, wir wollen unter das Kinn. Also, Jab, Schritt, Beuge, also dippen, Uppercut und wieder rausbewegen. Zwei, drei Schritte machen, sich wieder rejustiert und wieder. Und wieder bewegen. Ganz böses K.O., wenn das sitzt. Ganz böse, wirklich, wirklich richtig ekelhaft. Also, wenn das trifft, gute Nacht. Ja? Wir blenden mit dem Jab. Dafür ist er da. Deswegen bewegen wir uns auch nicht. Ja? Wir wollen die Illusion erzeugen, dass wir den Gegner nur blenden. Ja, er fühlt sich sicher. Ah, okay, das ist nichts. Ne? Der Jab ist in die Deckung. Schön. Er sieht nichts, weil ich ihn geblendet habe mit dem Jab, schön in die Sicht. Geht raus und in der Zeit, bis er reagiert, sich drehen will, nutze ich die Gelegenheit und ziehe den bösen Uppercut. Ja, mit dem ganzen Körpergewicht. Aber ich versuche den Uppercut nicht gerade zu schlagen. Guck mal bitte meinen Armwinkel. Ja, nicht so. So. Hoch. Ja, nicht weg. Hoch. Genau, versuch den hoch zu schlagen. Also, das ist ein Stemmen. Ja, hier, ich stemme. Ich stemme. Stellen. Und versucht in den Uppercut viel Kraft zu legen. Ja, also nutzt euer Gewicht, weil ihr seid jetzt weit unten. Also ihr könnt jetzt super einstellen. Ja? Ich merke das in der ganzen Schulter, wie die zurück snappt. Ja? Die snappt, weil die ganze Wucht hinter ist. Noch eine Minute, komm. Nochmal langsam. Verliert eure Balance dabei nicht, das ist wichtig. Okay, Zeit. Haben wir jetzt mal geübt, vertiefen wir nächste Woche nochmal. Ja? Weil ich finde, es ist eine super Kombination. Der Uppercut ist mal drin, es ist das Meiden drin, es ist ein Winkelverkürzen drin, der Jab ist drin. Wir nutzen ganz viel an Spektrum und Arsenal mit zwei Schlägen nur und das ist großartig. Okay, als nächstes machen wir einen Diagonalgang 1, 2, 1, 2, diagonal, pendeln einmal raus und kommen dann mit einem Uppercut, also mit einer 6, mit einem Kopfhaken, einer 3, H und mit einer 2 zurück und bewegen uns wieder.
Ja, Diagonal 1, 2, Punkt, Punkt. Pendeln zur rechten Seite raus. Uppercut, linker Haken, rechte gerade. Und wieder kurz bewegen und gucken. Ja, und dann wieder Diagonal 1, 2, pendeln, Uppercut, rechts, linker Haken und gerade. Und wieder bewegen und gucken. Und wenn ihr euch währenddessen bewegt, ne, versucht es ein bisschen realistisch zu machen. Ein bisschen hier gucken, stalken, lungern, gucken, lauern. Ja? Nicht lungern, lauern. Lungern ist schlecht. Also. Ich mach's ein paar Mal langsam noch. Ne, versucht es auch noch langsamer, wenn es sein muss, erstmal. Ja? Eins, zwei, okay. Jetzt soll ich pendeln. Ich pendel, alles klar. Ich bin auch rechts geladen, das heißt, irgendwas mit rechts muss kommen. Okay, die 6, Uppercut. Ja, 3 H hat er gesagt, 3 H, Kopf. Linker Kopf haken, rechte gerade absichern und wieder rausbewegen und gucken. Nehmt euch gerne nach dem 1-2-Diagonalgang Zeit. Millisekunde, 2, 3, um zu gucken. 1, 2, pendelt und guckt, ja, damit ihr wisst, wo ihr hinschlagt. Damit diese Kraft nicht vergeudet ist dahinter. Kurz abwarten, gucken und dann die Serie wieder am Riechen. Dreierkombi hart schlagen und wieder absichern. Seht ihr, ich gucke auf, ich könnte auch sofort nahtlos schlagen. Sieht schön aus, kann effektiv sein, aber muss es nicht. Ihr werdet sehen, gute Boxer. Man sieht es kaum, es ist so eine kleine Anomalie im Kampf, die man bemerkt. Die lassen sich immer ganz kurz Zeit, bei gewissen Zeitfenstern, um zu gucken, ob sich der Aufwand lohnt. Ja? Wenn ihr die Lücke seht, geht es rein. Natürlich wesentlich verkürzter als wir, die Reaktionszeit. Aber wir schulen das auch. Sichert euch am Ende nach der rechten ab, pendeln, meiden, blocken, zurückziehen, seitlich gehen, ja? Von mir aus nach hinten gehen oder nur rausziehen wie Mayweather, also hier die Bewegung, auch völlig in Ordnung. Hauptsache irgendwas, was euch Sicherheit verschafft am Ende. Ja, wir wollen nicht in Schlagwand stehen. Der Gegner wird höchstwahrscheinlich, wenn wir ihn nicht ausgenockt haben, wird er antworten müssen, weil das eine schwere, heftige Schlagserie ist. Also wenn wir den nicht einschüchtern, wird was kommen. Definitiv. Das ist, steht gar nicht zur Debatte. Mittlerweile, nach den ganzen Jahren, den ich boxe, so oft, ich schlage, denke dann zum Glück gar nicht mehr drüber nach, zieh weg und ich sehe ganz schwere Kombis oder ganz schwerer Konter kommt dann zurück. Und ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, bin ich raus, weil ich einfach gelernt habe, aus der Bahn zu gehen und bin dann immer manchmal selbst verblüfft. Wie viel mir das bringt einfach. Zeit. Okay. Diese Kombination ist super, weil wir den Diagonalgang drin haben. Wir haben die 1-2 drin. Wir haben einen rechten Uppercut drin, der sehr selten geschlagen wird, weil das ist der längste Weg, den wir haben im Boxen, der rechte Uppercut. Deswegen wird er so gut wie nie geschlagen, aber deswegen erwartet den auch kaum jemand. Ganz besonders hier im Lande, im deutschen traditionellen Boxen wird das eh nicht viel geschlagen. Ne, da wird viel auf Distanz, gerade im Amateurboxen, viele gerade Hände. Das erwartet man nicht und ich habe damit eigentlich so gut wie immer Erfolg bei den Leuten. Zumindest hat man es die erste Runde, ne, dann könnt ihr sich vielleicht darauf einstellen. Das ist immer gut zu haben, diese Waffe, ja, weil die auch wirklich, die geht auch gut durch, ja, durch die Deckung auch. Okay, als nächstes machen wir einen Passgang zum Körper mit dem ersten Schlag. Mit der zweiten eine Overhand, dann kommen wir von oben, eine gerade. Und weil wir jetzt schon hier geladen sind und tief stehen, 3B, Tree Body, also 3 zum Körper, kurz zurückziehen zum Kopf, eine rechte gerade hinterher und wir bewegen uns wieder. Nochmal zusammen. Passgang, und zwar den ersten aber zum Körper, Arsch raus, ja, wie Tyson immer rausgegangen ist, Arsch raus. Nicht gerade, Arsch raus. Euer ganzer Schultergürtel kippt. Und mit dieser Wucht kommen wir mit der Oberhand zurück. Und von hier aus, weil wir hier geladen sind auf der Seite, zum Körper, Leber, halb zurückziehen, nicht ganz, halb zurückziehen zum Kopf,
eine rechte und absichern. Und nochmal zusammen, Leute. Passt gar einer zum Körper, Arsch raus. Overhand zum Kopf. Leberhaken, halb zurückziehen, Kopfhaken, rechte gerade zum Absichern und wieder rausbewegen und schön schmeidig und cremig bleiben. Mama, Martin, ich gucke, Mama. Overhand, Körperhaken, nochmal. Overhand, Körperhaken, Kopfhaken. Ja, sehr gut. Und du kannst weniger schwingen, guck mal. Das reicht. Und jetzt weniger schwingen. Und versuchen die Wege wirklich angewinkelter, 90 Grad zu halten. Sowohl beim Körperhaken ungefähr, ja, als auch beim Kopfhaken. Weil wir jetzt drin stehen, ja, wir uns bringen lange an, wenn ich das mehr dran habe. Ja, besser. Viel besser. Genau. Gut. Ihr werdet merken, wenn ihr den Arsch beim Jab rausnimmt, habt ihr eine enorme Wucht. Ja, aber guck mal, der Weg. Wenn ich es nur gerade mache, mit einem geraden Rücken, ja, hier so ungefähr, dann habe ich gar keinen Weg. Aber wenn der Arsch raus ist, dann komme ich von hier über die Hand, über seine Deckung, kann direkt zum Körper, zum Kopf und mir gerade, um mich abzusichern oder kaum zu schlagen, wenn ich die Lücke sehe. Leute, das war's mit den drei Kombos. Wir können jetzt mal versuchen, eine Runde Schattenboxen zu machen, wo ich am Anfang sage, keine Intervalle, die machen wir anschließend, sondern wir versuchen, diese drei Kombos nach bestem Wissen und Gewissen nochmal zu machen. Wir boxen dazwischen frei. Ihr wisst, mein Realitätsbezug, der ist immer dabei. Das heißt, ihr dürft jetzt frei Schattenboxen. Aber ich möchte, dass ihr euch immer vor Augen hält, das ist nicht der Fokus, dass ich die ganze Zeit frei boxe, sondern dass ich einer dieser Kombinationen immer wieder dazwischen bringe. Ja, einer meiner Hauptangriffe soll das sein. Sucht euch eine aus. Ich hoffe, der ein oder andere sitzt noch. Vielleicht die letzte jetzt, weil die relativ frisch war. Bringt die rein. Ihr müsst nicht alle drei machen. Das ist viel zu viel. Ja? Sondern das, was jetzt gerade gut sitzt, einfach mal verwerten. Und ich werde das ab und zu noch langsam zeigen. 10 Sekunden ein bisschen locker. Ja, ich zeige es in der Zeit. Okay, Zeit. Schön entspannt, Schattenboxen gucken und dann diese Kombination mal abschätzen. Der war diagonal. 1, 2, Pendel, 6, also rechter Uppercut, 3, H, Tree Head, 3 zum Kopf, rechte gerade und wieder bewegen. Der Povetkin Knockout, blenden mit einer linken ohne Schritt, ein Passgang. 25 Grad seitlich, quasi zur Seite des Gegners, abtauchen, also dippen, nicht abtauchen, sondern einmal so einen kurzen Dip, weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, und dann in 45 Grad den Uppercut bringen und absichern und wieder bewegen. Die letzte Kombination, die ja relativ frisch ist, ja, Passgang 1-2, aber mit Körper eröffnen, Oberhand nach oben, Körper, Leber, Kopfhaken, gerade und wieder rausbewegen. Und das jetzt integriert in eine realistische Schattenbox. Versucht nicht nur gerade auszuboxen, Leute, ihr wisst das, mein Credo, immer zu den Seiten, immer Winkel suchen, immer in 25, 35, 45 Grad Winkeln bewegen, ja, gerne auch mal zum Gegner in 90 Grad Winkel, das ist für mich auch in Ordnung, dass man wirklich in einer Linie seitlich geht, ja, der Gegner ist natürlich
die Seite nach oben, die Vertikale. Ja, und ihr bewegt euch dann in der Waagerechten. Aber versucht auch immer hier die Winkel zu nehmen. Ich zeige es jetzt ein bisschen im Schattenboxen, wie ich Winkel nehme. Ihr werdet in der Kamera sehen, dass mein Oberkörper sich die ganze Zeit dreht. Ja, um es mal kurz zu demonstrieren, das war natürlich ein bisschen übertrieben, ne? So lange schlägt keiner, aber damit ihr seht, wie so meine Drills sind, ja, ich versuche immer meine Beine zu bewegen, ich versuche die immer aktiv zu halten. Ja, und zwar nicht hier dieses die ganze Zeit, das ist so dieses Russische, das kann man auch machen, ist im Amateurbereich auch super effektiv, keine Frage, my favorite sind aber kurze Schritte und damit dann auch natürlich bessere Balance dadurch. Ab und zu mal Federn dazwischen, ja, weil mir das schneller Distanz gibt zum Gegner, schnelles Fortbewegungsmittel zu den Seiten und dann aber kurze Schritte angreifen und wieder bewegen. Okay, Zeit. Einmal lockern. Okay, als nächstes 3 Sekunden Intervalle. Das kennt ihr bei mir vom Live-Training, also vor Ort. Ihr sucht euch eine Kombination aus. Wer sich sicher genug fühlt, zum Beispiel die Povetkin-Kombo, die ist jetzt nicht wirklich schwer. Das ist eigentlich vom Ablauf relativ simpel, nur der Uppercut, der muss natürlich 45 Grad Winkel zur Seite sein. Ja, also hier hin, nicht nach vorne, sondern hier hin. Und dann, wenn ich sage, hä? 3 Sekunden maximal, ne? Explosiver Angriff, der sich auch deutlich qualitativ und von der Explosivität, von dem, was ihr vorher boxt, abhebt. Ja, ihr dürft jetzt wieder frei boxen, aber sobald ich sage, hä? Explosiv, bababababa, und wieder absichern. Ja, wir sichern uns immer wieder ab. Das heißt, ihr bewegt euch locker, ups, und dann sichert ihr euch ab. Ja, ich pendel dann immer kurz raus. Das ist eine gute Angewohnheit zu pendeln oder einfach hier zu meiden. Ist dann sofort wieder bereit zu kontern. Ne? Also wer kontern will, gerne auch. Hi! Also mir geht es nicht darum, dass ihr viel schlagt, sondern dass sich das qualitativ von der Explosivität und dem Ablauf deutlich abhebt von dem, was ihr vorher boxt. Ja, das kann auch nur 2 Hände sein, das kann auch nur eine 1-2 im Stehen sein. Da war die Kombo, ne? Mit dem Körperhaken und dem Kopfhaken am Ende. Wenn es geht, immer gerne wieder einführen. Minute noch.
Okay, Zeit. Einmal durchatmen, einmal entspannen. Mist, die Uhr hier an der Wand ist natürlich total falsch. Spielt keine Rolle, zum Dehnen haben wir leider keine Zeit mehr. Aber mache ich sowieso nicht unbedingt gerne. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern weil das für mich so eine Gruppensache ist. Und ich nutze die Zeit hier lieber für die Technik. Also ich lege es euch nahe, nach dem Training nachher zu dehnen. Jeder kennt von euch ein paar Übungen. Macht sie einfach. Geht ein bisschen so in die Faszie, übertreibt es nicht. Ne? Also versucht jetzt nicht massiv an eure Muskeln zu zerren. Wir hatten Intervalle, die sind natürlich jetzt dadurch ein bisschen angestrengt beim Boxen. Unterschätzt man die Muskelspannung, die im Körper entsteht. Also leicht reindehnen und dann könnt ihr natürlich ein bisschen steigern, wenn ihr merkt, dass die Muskeln gut nachgeben. Und ansonsten machen wir jetzt noch eine Runde locker ausschlagen. Ja? Ausschlagen bedeutet wirklich, hier. Ja, hier, die Arme sind ganz entspannt, alles ist entspannt, wir tippeln nur ein bisschen hin und her. So 3 Minuten lassen wir den Kreislauf runterfahren, den Puls runterfahren, ja. Aber das machen wir dynamisch, normalerweise könnte man jetzt auch dynamisch stehen. Aber wir machen es jetzt so, damit der Körper sich langsam daran gewöhnen kann, dass der Kreislauf runterfährt, ohne dass das so ein abrupter Cut ist. Ja, das ist für den Körper nicht so gut zu verkraften. 3 Minuten. Trotzdem jetzt nicht hier flache Füße, jetzt hier nicht gerade stehen und sich gar nicht mehr bewegen, sondern hier entspannt. Vielleicht mal so ein bisschen den Rückwärtsgang üben, ja, dass man weiß, wie das ist, so ein bisschen rückwärts zu gehen. Kann man immer gut üben, wenn kein Druck dabei ist. Gerne auch mal ein bisschen Lazy Boxen, ja, Lazy Boxen sage ich mal ein bisschen arrogant, entspannt, damit man das auch mal fühlt, weißt du, es wird immer gesagt, nein, Hände hoch, sofort Grundstellung, auf jeden Fall jetzt traditionell boxen, sodass man nie ein Gefühl dafür entwickeln kann, vielleicht liegt das ja einem auch, ne? Ich bin so jemand, ich boxe eigentlich relativ offen, ist so mein Ding, man muss jeder für sich entscheiden, ob das für ihn effektiv ist, aber mal auch mal gefühlt haben, wie ist es denn der Boden, mal von unten zu jammen, ja, ach, oder hier nur eine Deckung oben zu haben, will ich denn? Mal ausprobieren. Ja, jetzt ist die Zeit dafür, um das mal ein bisschen auszuprobieren. Und natürlich sollte man das nicht boxen, wenn man sehr unerfahren ist und nicht weiß, wofür das ist. Aber ich behaupte, sobald man verstanden hat, wofür das hier ist, ja, wenn man begriffen hat, wofür diese Shoulder Roll ist, wofür das ist, dass die Deckung hier unten ist, was das hier eigentlich macht, ja, dass es den Körper deckt, dass ich mehr Sichtfeld habe, dass ich beide Arme, sowohl die rechte als auch die linke, umtransferieren kann, ja, zu meinen Gunsten und zu kontern mit der rechten. Sobald ich merke, dass mir das neue Möglichkeiten erschließt, weil ich auf dem Hinterbein bin und natürlich sehr seitlich stehe, das bedeutet, ich gebe nur 50% Angriffsfläche statt 100. Wenn das intuitiv begriffen wurde, steht nichts dem im Weg, das aufzuboxen. Und Zeit, einmal locker. Einfach mal hier kurz locker. Denkt dran, ne, dehnt euch ruhig gleich noch. Ist kein Muss, wir haben uns jetzt auch ein bisschen ausgelockert. So intensiv war das jetzt auch nicht, also von der muskulären Belastung. Also ich empfehle euch, dehnt euch ruhig was, aber ist kein Muss. Ja? Okay. Wie immer, schön, dass ihr dabei wart an diesem Donnerstagabend. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine sehr angenehme Woche, ein schönes Wochenende und vielleicht bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao.